Geht das? Hallo Leute, ich habe ja mein... Geht ja schon gut los. Habe ich auch gerade gedacht. Also noch. Geht's noch? Oder? Okay, dann mach ich's nochmal. Noch von vorne. Hallo Leute, ich habe in einer meiner letzten Videos die smarte Türklinke von Sorex ausgepackt und versucht, in meine Tür einzubauen. Aber leider hat dies nicht funktioniert. Denn ich konnte das Kabel nicht durch die Tür führen. Aber es könnt ihr euch gerne nochmal hier oben verlinkt in dem Video anschauen. Da hat Sorex jetzt nachgebessert und Sorex hat jetzt die smarten Türdrücker Flex Max herausgebracht und mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Was ist jetzt neu an diesem Türdrücker? Zum einen haben wir gegenüber dem alten nicht nur den Fingerabdrucksensor, sondern wir haben hier auch ein Zahlenschloss. Und der ganz wichtigste Punkt ist, das Kabel, welches von einem Türdrücker zum anderen geht, wird jetzt durch den Vierkant in der Tür geführt. In diesem Video werde ich, wie in dem letzten Video auch, das Ganze auspacken und versuchen, oben in meine Tür einzubauen. Aber vorab noch ein paar Zahlen und Daten zu diesem Türdrücker. Ich sage übrigens mit Absicht nicht Schloss, vielleicht nur aus Versehen, aber im Grunde meine ich immer eine Türklinke oder Türdrücker. Denn das Schloss, welches ihr in eurer Tür habt, bleibt nämlich mit dieser Türklinke völlig unberührt. Das heißt, ihr könnt auch immer weiterhin euer Schloss mit dem Schlüssel benutzen. Hier geht es ausschließlich um einen Türdrücker, der elektronisch verschlossen wird. Also, jetzt wie gesagt nochmal ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Wir können hier mit diesem Türdrücker können wir 120 Fingerabdrücke speichern. Wir können 150 Zahlencode-Kombinationen speichern. Dann ist dieser Türdrücker für Türen mit einer Dicke von 33 bis 63 mm geeignet. Der Türdrücker ist für eine Außentemperatur von minus 20 bis plus 60 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90% zugelassen. Und mit den vier Batterien, die laut Betriebsanleitung nicht mit dem Lieferumfang enthalten sind, könnt ihr 10.000 Mal den Türdrücker bzw. eure Tür öffnen oder schließen. Was bei diesem Schloss auch noch sehr, sehr gut ist, ihr könnt von der Ferne aus die Tür öffnen oder schließen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr mal im Urlaub seid und die Spedition steht jetzt aus Versehen schon etwas früher vor der Tür, dann könnt ihr einfach per WLAN den Türdrücker übers Internet öffnen. Die Spedition kann ihr Paket in die Garage zum Beispiel stellen und ihr könnt es per WLAN dann übers Internet auch wieder verschließen. Feine Sache, finde ich. Packen wir mal aus. Die Bedienungsanleitung ist, wie bei dem anderen Schloss auch schon, separat dabei, liegt also nicht mit dem Karton. Und los geht's. Wow, was ist drin? Wir haben zum einen zwei Manschetten. Das sieht nach Edelstahl aus. Etwas gebürsteter Edelstahl, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Also das heißt, die Türklinke hat natürlich mit Sicherheit eine andere Optik als eure Rosette in der jetzigen Tür. Und hier könnt ihr eben die Rosetten dann über euer Schloss rüberklipsen bzw. festschrauben und ihr habt die gleiche Optik dann um euer Schloss. Dann haben wir hier ein Montageset. Hier sind unterschiedliche Abstandshalter, jegliche Schrauben, die ihr braucht. Dann Schlüssel für eine Notöffnung. Das heißt, aus irgendeinem Grund geht euer Türdrücker nicht mehr auf. Könnt ihr mit diesen Schlüsseln das ganze Schloss notöffnen. Und ein Imbusschlüssel zur Montage ist auch dabei. Was man allerdings noch braucht, ist ein Kreuzschraubendreher. Aber den sollte hoffentlich jeder im Haus haben. Dann haben wir vier Batterien, wie vorhin gesagt, nicht im Lieferumfang erhalten. Ich denke mal, Sorex, danke dafür auch nochmal. Deswegen ein bisschen beiseite. Und hier haben wir ihn auch schon. Fangen wir mal mit dem Innentürdrücker an. Hier haben wir den Innentürdrücker. Auch aus dem gebürsteten Edelstahl, würde ich sagen. Leicht gebürstet, also ganz matt. Satiniert vielleicht eher. Hier haben wir eine Kunststoffabdeckung. In derselben Farbe wie der restliche Türdrücker. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Obwohl ich finde, dass der andere Türdrücker mir minimal besser gefallen hat. Der hatte so ein bisschen eine schwarz gebürstete Metalloberfläche. Aber das ist natürlich nur Geschmackssache. Das Ganze, finde ich, liegt sehr, sehr gut in der Hand und hat auch einen wirklich guten Druckpunkt. Ja, gefällt mir schon mal sehr gut. Hier hinten, das wird die Schraube sein, um die Batterien hier unter die Abdeckkappe einzulegen. Tolle Sache. Und zu guter Letzt haben wir hier den Außentürdrücker mit dem Fingerabdrucksensor und hier drunter, jetzt momentan nicht zu sehen, ich denke, das wird erst kommen, wenn der Türdrücker Strom hat, sind die Zahlen angebracht, indem man dann seinen Zahlencode eingeben kann. Aber ich möchte das Ganze mit dem Fingerabdrucksensor nutzen, aber tolle Sache. Finde ich sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Es ist hier, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist hier also wirklich eine Glasoberfläche, scheint das zu sein. Glänzt wirklich sehr, sehr gut und der Rest natürlich, wie immer, wie der andere Türdrücker auch, leichtes satiniertes Metall. Hier oben haben wir nochmal den kleinen Schriftzug eingelesert, Surex, wirklich tolle Sache. Und jetzt kommt natürlich der Clou. Wir haben einen 8 mm Vierkant und das Gute an diesem Vierkant ist, der hat hier in der Mitte eine Bohrung. Und durch diese Bohrung wird nicht wie bei dem anderen Schloss bzw. Türdrücker, wird dann das Kabel durchgeführt und ihr braucht an der Tür selber nichts mehr bohren. Einfach in 5 Minuten, sagt Surex, montieren und das probiere ich jetzt mal mit euch aus. Bauen wir den Türdrücker mal ein. Ich werde wieder meine Testtür nehmen hier zum Büro hin, denn da ist es schön warm und draußen an meiner Garage, wo eigentlich die Türdrücker hin soll, ist es heute richtig kalt. Und deswegen, los geht's. Nur mal kurz zum Ablauf. Als erstes entfernen wir die alte Rosette. Dann entfernen wir den Türdrücker. Das natürlich beidseitig. Dann den Vierkant entfernen. Und dann können wir das neue Schloss auch schon einbauen. Wie gesagt, Surex sagt, in 5 Minuten soll die ganze Sache erledigt sein. Nummer 1. Nummer 2. Schraube entfernen. Nummer 2. Im Lieferumfang ist natürlich ein Inbusschlüssel in Mitte enthalten, aber für diesen Türdrücker brauche ich einen anderen. Also, das heißt, ihr müsst doch noch ein bisschen Werkzeug zu Hause haben. Und so schnell ist das Ganze demontiert. Das war's. Bauen wir den neuen Türdrücker mal ein. Bei dieser Testtür ist jetzt hier außen und hier ist innen. In der Bedienungsanleitung von Surex ist das Ganze sehr, sehr gut bebildert und auch sehr gut beschrieben, aber ich erkläre euch das Ganze trotzdem nochmal. Angefangen wird mit dem Außentürdrücker. Das ist der Türdrücker mit dem Kabel dran. Dort werden die zwei Abstandsbolzen einmal links und rechts eingeschraubt. Als nächstes brauchen wir den Vierkant. Es ist übrigens ein 8 mm Vierkant, also für die gängigsten Türen geeignet. Und er hat, wie ich vorhin schon sagte, jetzt eine Bohrung in der Mitte, wo ihr das Kabel sehr, sehr gut durchführen könnt. Also Kabel durch. Einmal frei. Und in den Türdrücker hineinstecken. Wunderbar. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Als nächstes stecken wir das Ganze in die Tür, führen also das Kabel auch durch den Vierkant in der Tür. Nicht mehr so wie früher bei dem anderen Schloss, musste ich das Kabel ja hier links oder rechts durchführen, aber ihr seht in meinem alten Video hier oben verlinkt. Einwandfrei. Als nächstes machen wir mit dem Innentürdrücker weiter. Das ist der Türdrücker ohne Kabel und mit der Kunststoffabdeckung. Und hier ist als erstes die Inbusschraube zu lösen. Das Ganze kann mit dem beiliegenden Inbusschlüssel gemacht werden. Und schon kann man die Kappe abnehmen.
Und hier legen wir jetzt die 4 Batterien ein. Und schon ist das Ganze erledigt. Jetzt aber die Abdeckkappe noch nicht drauf machen, denn hier müssen wir noch das Kabel anschließen, welches hier aus der Tür kommt. Ich habe da mal dieses Typenschild-Gedöns da mal abgerissen, weil damit ist das eine Fummelei by excellence. Also macht es vielleicht ab. So sollte es doch um einiges besser gehen. Und schon ist es durch. Viel, viel besser. Gut. Jetzt nehmen wir die 2 etwas kürzere Schrauben, diese Linsenkopfschrauben, Kreuzschlitz, und führen die beiden ein und schrauben das Ganze fest. Sorex empfiehlt übrigens, wenn man diese innere Schraube hier befestigen möchte, dass man einen Schraubendreher nimmt, der eine Isolierung hat, damit man halt hier, wenn man den Türdrücker runterdrückt, nicht die Oberfläche beschädigt. Jetzt sieht man übrigens sehr schön schon, hier innen kann man den Türdrücker runterdrücken und der Mitnehmer wird eingefahren. Aber wenn man das Ganze außen macht, deswegen auch dieser etwas größere Winkel. Hier innen habt ihr den gewohnten Winkel, wie ihr es von eurem Türdrücker kennt. Als nächstes müsst ihr das Kabel noch anschließen. Es ist übrigens auch, wie ich es gerade sehe, das muss ich nochmal rausziehen, das zeige ich euch, hier farblich markiert. Hier ist eine rote Seite und die andere Seite ist weiß. Und genauso ist das hier innen auch. Eine Seite ist rot, eine weiß, das heißt rot zu rot und weiß zu weiß. Also wirklich clever mitgedacht. Als letztes noch die Abdeckkappe wieder drauf, mit der Seite, mit dem Nippel nach innen, denn hier ist auch die Schraube gewesen. Hier hakt das kurz ein, so, die Imbusschraube wieder von hinten einstecken. Und mit dem beiliegenden Imbusschlüssel befestigen. Also ich muss sagen, da hat Sorex nicht zu viel versprochen. Das ist wirklich in 5 Minuten erledigt. Klasse, oder? Die Rosette tausche ich jetzt nicht aus, weil das eben nur meine Testtür ist. Aber die müsstet ihr halt auch nochmal abmachen und gegen die andere Rosette ersetzen. Aber hier würde es farblich gar keinen Unterschied machen. Mein Fazit zu der Türklinke bis jetzt. Also qualitativ macht es, finde ich, einen sehr, sehr guten Eindruck. Liegt gut in der Hand. Der Druckpunkt, wie ich ja vorhin schon sagte, ist sehr, sehr gut. Einbau, irre einfach. Also das ist wirklich mal eine Weiterentwicklung zu dem anderen Türdrücker. Also für mich eine ganz klare Kaufempfehlung, muss ich wirklich sagen, bis jetzt. In dem nächsten Video werde ich den Türdrücker in Betrieb nehmen. Das heißt, ich werde die App installieren, werde verschiedene Fingerabdrücke ausprobieren, verschiedene Code-Variationen ausprobieren, versuchen, das Schloss bzw. den Türdrücker über das Internet zu aktivieren. Und ich werde alles testen, was, denke ich, jeder so im wahren Leben ausprobieren würde. Jetzt nochmal ein kleiner Tipp. Wenn ihr das Schloss eingebaut habt, nehmt den Notschlüssel mit an Mann. Steckt ihn euch in die Tasche, denn wenn die Tür einmal zu ist, wie ich es ja vorhin schon sagte, er geht nicht mehr rein. Also wenn ihr euch ausgesperrt habt, dann kommt ihr relativ schwer wieder rein. Ja, ist mir jetzt nicht passiert zum Glück, aber denkt dran, steckt den Schlüssel in die Tasche. Zum Abschluss habe ich übrigens noch ein kleines Manko, was ich anmerken möchte. Und zwar ist es so, Sorex hat das Schloss jetzt so konzipiert, dass diese beiden, ich zeige es jetzt mal an den Türdrücker von meiner Innentür, aber es ist ja hier genau das gleiche, dass hier diese beiden Bolzen ja durch die Tür geschoben werden. Aber es gibt auch Türen, wo die Bohrungen übereinander sind. Klar könnte man das Ganze jetzt hier aufmachen, aber dadurch verliert ihr natürlich die Garantie. Aber ein Tipp an Sorex, versucht auch die Möglichkeit zu schaffen, dass ihr die beiden Bolzen auch senkrecht einbauen könnt. Das wäre eine ganz, ganz feine Sache, weil dann könnte ich es auch an meiner Garagentür auch vollständig nutzen. Ich werde den Türdrücker jetzt umbauen. Bei mir auf Arbeit. Das heißt, ich werde
die Mutter, die jetzt hier verbaut ist, mit der Feder lösen, werde das Ganze um 90 Grad drehen, sodass die Bolzen durch die Tür senkrecht durchgeschoben werden können. Aber nur als kleine Anmerkung, ihr wollt ja immer besser werden und das werdet ihr. Weiter so. Aber jetzt im Großen und Ganzen, Sorex hat ja eine sehr, sehr gute Weiterentwicklungsarbeit geleistet, gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich tolle Sache. Kaufempfehlung. Momentan übrigens bei Sorex für 210 Euro rund, 209,90 Euro glaube ich. Ja, 210 Euro. Wirklich wunderbar. Gefällt mir gut. Werde ich nutzen.